Grüß dich, herzlich willkommen. Ich möchte dir von einem interessanten Traum erzählen, den ich letzte Nacht hatte. Ich war in einem Zimmer und schaute zum Fenster raus und sah auf der anderen Seite einen Riesenberg. Ganz oben auf der Bergspitze wurden Sprengungen durchgeführt und riesige Felsbrocken kamen darunter. Und Gestein flog durch die Gegend. Und da dachte ich mir, ja, jetzt fliegt gleich mal so ein Steinbrocken durch das Fenster in unseren Raum und verletzt uns. Das war nicht der Fall. Das ist nicht passiert. Und es sagt mir auch, dass unser innerer Raum nicht verletzbar ist. All dieser, gerade dieser enorme Sturm, der jetzt diese energetische Welle, die jetzt da ist, kann uns innen nichts anhaben. Natürlich, ich spüre das eine oder andere auch. Ich bin nicht immer 100% gut drauf. Auch mir geht es mal nicht so gut. Aber wenn dann da so ein Unwohlsein da ist oder so eine Angst oder so komische Gedanken, dann spüre ich das wohl, aber ich schaue auch unter diese Gefühle. Was ist denn da drunter? Und da spüre ich immer interessanterweise eine interessante Ruhe, eine Gelassenheit, wo meine Seele zu mir spricht und mir sagt, das ist alles in Ordnung. Hast du das auch schon mal gespürt? Lerne deine Gefühle, lerne mit deinen Gefühlen umzugehen. Schau mal unter ein solches Gefühl der Angst, des Unwohlseins. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch da so diese Ruhe findest. Ich habe hier noch ein schönes Bild entdeckt, passend zum letzten Video. So, wenn du dich auf das physische Herz konzentrierst und dieses zum Strahlen bringst, dann passiert das. Und dann können keine fremden Energien sich mehr bei dir einklinken oder nicht mehr so gut bei dir einklinken. Oder es löst sich die eine oder andere fremde Energie rascher auf oder die eine oder andere Blockade, die du im Körper noch spürst, noch da ist, lässt sich verändern. Wir haben immer wieder mal mit Energien oder Blockaden zu tun. Wir entwickeln uns weiter, da ist nicht immer alles. Hola, Trio. Muss es auch gar nicht sein. Dafür ist diese Erde da, dafür ist dieses Weltgeschehen jetzt da, damit wir uns entwickeln können. Der eine oder andere von euch denkt, oder ich lese dann auch immer wieder mal die Kommentare, ja, du hörst die geistige Welt so gut, du tust dir leicht mit deiner geistigen Begleitung. Ich höre die geistige Welt nicht so, wie wenn zwei Menschen miteinander sprechen. Ich höre die geistige Welt durch meine Gedanken. Auch du hörst die geistige Welt durch deine Gedanken. Es geht nur darum, sie unterscheiden zu lernen, Zweifel lernen, beiseite zu schieben, nicht komplett beiseite schieben. Der Zweifel hat auch sein Gutes, er macht uns auf das eine oder andere aufmerksam. Aber lernen damit umgehen. Oder die geistige Welt spricht durch Gefühle mit mir oder innere Bilder und, und. Sehr, sehr selten höre ich ganz klare Stimmen. Außer ich rede mit Pferden. Interessanterweise, Pferde höre ich wirklich so, wie wir miteinander sprechen. Auch nicht alle, es sind nicht alle Pferde Plaudertaschen. Ich habe zwar keinen Kontakt mehr jetzt mit Pferden oder kann sein, dass das in Zukunft wieder kommt. Ja, das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Warum auch immer. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, der jetzt gerade zuschaut. Jetzt freue ich mich auf das Channeling. Ich wünsche dir auf diesem Wege alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
der geistigen Seite her begrüße ich dich und heiße dich herzlich willkommen. Willkommen in einem Neubeginn, der dieser Monat mit dir beginnt. Jeder Monat hat eine ganz besondere Energie in sich. Jeder Monat kann ein Neubeginn sein, dich selbst mehr und mehr zu spüren, wahrzunehmen, erkennen können, wer du bist, was du kannst, warum du hier auf der Erde bist, was ist der Sinn des Lebens? Es gibt keinen Sinn des Lebens. Es kommt darauf an, welchen Sinn du dem Leben gibst. Ihr Menschen fühlt euch noch immer eingeengt oder gefangen, wobei die Freiheit, wie Sandras Traum dir versucht zu erklären, schon längst da ist, in dir. Dieser Neubeginn kann dich darin unterstützen, dieser Sonnensturm oder diese Energiewelle oder dieser Wettersturm, der jetzt da ist, räumt auf. Wirbelt noch einmal das eine oder andere hoch, doch du merkst selber, dass das, was in dir hochkommt, die Ängste oder das Unwohlsein, du besser damit umgehen kannst. Und wenn dich das eine oder andere doch noch überwältigt, überfordert, dann hat es eine Forderung deinerseits, genauer hinschauen. Keine Angst vor der Angst, keine Angst vor gewissen alten Gefühlen, die noch da sind, wo ihr Menschen noch immer gesteuert werden könnt. Ihr werdet noch beeinflusst von gewissen Wetterbeeinträchtigungen. Wenn der Himmel offen ist, wenn die Sonne scheint, wenn gewisse Gefühle, Emotionen, Energien weg können, fühlt sich das ganz anders an für euch Menschen, als wie wenn die Decke da ist, der Deckel da ist, die Wolken da sind, dann kann gewisse Energie, Emotionen, Ängste nicht von der Erde weg. Früher, vor vielen, vielen Tausenden von Jahren, hat der Mensch noch gelernt, wenn 14 Tage schlecht Wetter war, die Energien, Emotionen, unangenehmen Gefühlen der Erde abzugeben. Statt sie nach oben wegsenden zu können, gingen sie in die Erde hinein. Hier auch ein Hinweis an dich, vielleicht vermagst du dich erinnern, vielleicht erinnern Zellen dich daran erinnern, wie du das damals gehandhabt hast, denn viele von euch sind schon vor Tausenden von Jahren auf dieser Erde gewesen. Die Plejadier spielen im Augenblick bei vielen Menschen eine große Rolle, weil sie diejenigen waren, die dieses, was ihr jetzt erlebt, schon längst durchlaufen haben und euch in diesem Bereich unterstützen. Auch Mutter Erde an sich hat dieses Erlebnis schon einmal durchlaufen und es nicht geschafft. Aber jetzt, dadurch, dass ihr Menschen euch weiterentwickelt habt, könnt ihr es schaffen und ihr werdet auch durch diesen Aufstieg in freudiger Erwartung der Zukunft durchgehen. Das ist das, was das Leben interessant macht, die Erfahrung für die Seele interessant ist. Der Verstand wehrt sich, der Verstand mag das eine oder andere nicht, was jetzt gerade auf der Erde ist, aber interessanterweise spürst du in dir deinen Seelengruß. Die Ruhe, die Gelassenheit. Mag sein, dass dir schon aufgefallen ist, dass gewisse Termine, die du nicht mochtest früher, du dich jetzt sogar darauf freust, auf diese Herausforderung du dich freust, weil du erkennst, dass du damit umgehen kannst, spielerisch damit umgehen kannst. Wenn dir das noch nicht aufgefallen ist, beobachte dich. Wenn du das nächste Mal einen unangenehmen Termin oder Gespräch vor dir hast, versuche die Freude, die ich jetzt anspreche, die ich in dir bereits sehe, zu fühlen. Und sei dir bewusst, dass du gewisse Handhabungen in dir hervorholen kannst, die es spielerisch erleben lässt. Die es dich spielerisch erleben lassen, diesen Termin, dieses Gespräch.
denn dieses bewirken die Sonnenstürme, Energiewellen oder dieser Wettersturm, dass etwas in dir hervorkommt, das du mit verschiedensten spielerischer umgehen kannst. Und das hat nur damit zu tun, weil deine Gedanken anders sind, deine Aura weiter geworden ist, du deine Herzfrequenz gestärkt hast. Denn das Herz spricht mit dem Kopf und der Kopf spricht mit dem Körper. Gedacht worden ist früher von euch Menschen, der Körper wurde impulsmäßig vom Kopf gesteuert und das Herz ist ein Werkzeug vom Ganzen. Doch das Herz ist das Eigentliche. Das Eigentliche, das den Ton angibt. Und so wirst du immer mehr in freudiger Erwartung mit deinem physischen Herzen wie auch mit den verschiedensten Chakren anders umgehen können. Denn auch die Chakren haben intensivere Funktionen. Der eine oder andere von euch spürt zurzeit intensiv den Solarplexus, andere mehr das Halschakra, wieder andere spüren mehr im Rücken die Chakren. Die Chakren sind meist kreisförmig wahrnehmbar und auch durch ihre Drehung kann ein Schwindel zum Vorschein kommen. Nur kurz, dann ist er wieder weg. Viele von euch spüren im Augenblick die Chakren, weil sie in Arbeit sind, sozusagen, weil sie stärker in ihrer Funktion wirken im Augenblick, damit du in die Freiheit kommen kannst. Damit du dein Leben gestalten kannst, den Sinn all hinter diesem sehen kannst. Diejenigen unter euch, die bewusst sind, sehen Gewisses aus einer anderen Perspektive, aus einer höheren Warte, ohne zu werten und dürfen dadurch erkennen, der Sinn des Ganzen, können besser damit umgehen. Fühlst du dich angesprochen? Im gewissen Sinne ja. Weißt du, was ich dir noch erzählen möchte, was du vielleicht gar nicht annehmen kannst, doch ich bitte dich, es zu versuchen. Du bist wissend. Du bist nicht das erste Mal auf dieser Erde und hast sehr viele Erfahrungen gesammelt und versuchst diese hier und jetzt zu nutzen und es fehlt dir vielleicht der Zugang noch dazu oder du weißt nicht, wie du zu diesem Wissen gelangst. Lass es geschehen, es kommt dann, wann du es brauchst. Du bist hellsichtig, du bist allwissend, du hast eine Macht und Kraft in dir, an die du jetzt noch nicht glauben möchtest. Aber weißt, dass sie da ist. Du bist ein lichtvolles Wesen, das Liebe ausstrahlt und auch Liebe empfangen kann. Nicht Liebe geben und Liebe nehmen, sondern empfangen können. Es ist nicht einfach für den Menschen, Liebe zu empfangen, weil er oft glaubt, ich bin es nicht wert. Oder ich traue mich nicht, etwas zu fühlen, wonach ich mich schon so lange sehne, weil ich so oft schon enttäuscht worden bin, Schmerz empfunden habe und musste. Es löst sich in dieser Zeit sehr viel auf in puncto Vertrauen haben, in erster Linie in sich selbst. Ich weiß, das kannst du schon lange nicht mehr hören. Vertrauen haben, Vertrauen haben. Lerne es zu fühlen. Und auch das Wort lernen ist auch so ein Thema, das ihr Menschen schon gar nicht mehr hören könnt, nicht mehr wollt, es zu hören. Ich habe genug gelernt, ich will jetzt endlich genießen und ernten, was ich gelernt und dadurch gesät habe. Hier und jetzt, sofort, kann das geschehen, geschieht es. Und kialei taites. Sei wütend, wenn dir nach Wut ist. Koritai te yesh. Ruhe aus, wann dir nach Ruhe bedarf. Elekei toyas. Tue essen, wann dein Körper es verlangt und nicht wann du darfst. Koilei toyash. Trübe deine Augen nicht, sondern schau hin, was sie sehen mögen. Kolitai tayes. Dein drittes wie auch viertes Auge ist absolut offen, bereit und bereit zu sehen. Das dritte Auge ist das Chakra. Das vierte Auge ist die Zirbeldrüse. Das, was eigentlich sieht.
und in Funktion wächst und größer wird. Früher war die Zirbeldrüse nussgroß, erbsengroß. Je nachdem, welche Funktion der Mensch hatte, war er beim einen nussgroß, bei dem anderen erbsengroß. Und jetzt ist sie sogar noch kleiner als eine Erbse, da oder dort. Doch sie wächst mehr und mehr. Onkyalai kaites, onkyalai kaites. Weißt du, wer du bist? Ja, das tust du. Vajos sohe, danke, danke dir, danke schön. Ich wünsche dir auf diesem Wege alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.